Für uns ist in der Firma IT-Quality-Management ein sehr großes Thema. Wir haben 40.000 Anwender, über 200 Applikationen. Wir haben nach einem Firmenmotto on cost, on time, on quality bei ständig wachsendem Druck, die Kosten im Operativen zu senken, einfach die Notwendigkeit, dass wir IT-Quality-Management pushen und sehr hoch halten. Also ohne Monitoring wären wir in einem ständigen Firefighting-Modus. Wir müssten uns nur um die aktuellen Probleme kümmern, diese beheben, diese lösen. Und mit dem Monitoring haben wir Zeit, uns auf die Behebung zu konzentrieren. Und wir können auch die Konzernstrategien umsetzen und sind nicht nur in Reaktion. Wir wollen proaktiv unseren Anwender unterstützen. Und im besten Fall kriegt der Anwender gar nicht mit, dass wir irgendwo ein Problem haben. Wir setzen speziell auf End-to-End-Monitoring, weil nur das die Probleme, die der Anwender vor sich sieht, richtig simuliert. Mit anderen Monitoring-Werkzeugen sehen wir, wir haben hier eine Auslastung des Servers, Festplatten laufen voll. Das ist sehr wichtig, aber der Anwender spürt, meine Anwendung tut nicht. Und wir müssen den Anwender glücklich machen und er muss arbeiten können, er muss produktiv sein. Das geht nur mit End-to-End. Beim End-to-End-Monitoring, bei der Suche nach dem richtigen Werkzeug, sind wir auf Service Trace gestoßen, weil es zum einen für Service-Level-Monitoring hervorragend geeignet ist und zum anderen mich im operativen Betrieb unterstützt. Ich kann sehr einfach Workflows erstellen, die über Web-Automation unsere webbasierten Anwendungen bedienen und zugleich aber auch Citrix-basierte Anwendungen, wo es um Bilderkennung geht. Und dort ist Service Trace das einzige Tool, das beides erfüllt hat. Von den Vorträgen her fand ich diejenigen sehr interessant, die gezeigt haben, in welcher Tiefe das Tool schon im Einsatz ist, wie viele Messungen stattfinden, wie viele Clients abgedeckt werden und wie komplexe Strukturen damit überwacht werden. Und besonders wichtig für mich das Feedback, alle hatten einen wahnsinnigen Benefit davon, haben ihren Service verbessert und das zeigt mir, wir sind damit auf dem richtigen Weg, auch unsere Anwendungen entsprechend gut bereitzustellen. Also ich gehe hier mit einem großen Sack an Anregungen und neuen Ideen raus nach Hause, Sachen, wo wir die Ausrolltiefe noch erhöhen können und auch Anregungen, Sachen in unseren Workflows zu verbessern, neue Schritte einzuführen und einfach noch höhere Qualität im Reporting und im Monitoring zu bekommen.